Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Collab-Labyrinth vom Shield-True Collab ist wirklich nicht schwierig. Ihr müsst einfach nur mit Collab-Units spielen. Wie genau es abläuft, das finden wir jetzt heraus. Am Anfang, wenn wir hier reingehen jetzt, ganz klare Sache, nehmen wir als erste Unit Kizuna. Was anderes wäre viel zu dumm. Also egal was ihr macht, immer hier Kizuna nehmen. Immer. Und ich würde jetzt hier ein bisschen das Video ein bisschen verändern. Und ihr wisst ja, wie soll ich sagen, wie mein Prozedere von diesen Videos ja immer war. Bei bestimmten Entscheidungen habe ich immer so einen Cut reingesetzt, habe gesagt, komm, hier, da erzähle ich euch, was ich da auswähle und sowas. Aber ab jetzt mache ich es ein bisschen anders. Ich lasse es komplett ein bisschen durchswipen und sage nicht immer zu jedem was dazu, sondern erkläre jetzt von Anfang an, auf was ihr euch fokussieren solltet. Und dann nur bei den wirklich, wirklich wichtigen Sachen, dann komme ich rein und sage da was dazu. Sonst, glaube ich, nervt es euch eigentlich auch nur. Schreibt es in die Kommentare, wie es euch einfach lieber ist. Dann kann ich es mir ja da auch noch ein bisschen zusammenmixen. Also, was ihr auf jeden Fall wollt, ist Shield Collab Charaktere. Weil, jetzt kommt's. Ich hätte es euch jetzt eigentlich zeigen können, aber kann ich leider jetzt nicht mehr machen. Vielleicht habt ihr es gerade oben gesehen, da war so ein Grey-Buff und es ist, wie heißt es? Das ist Invincible. Also du kannst nicht sterben. Du bist unsterblich und das ist halt crazy, weil der Gegner macht dir zwar viel zu viel Schaden, aber Kizuna sagt einfach so, nee, Digi, ich sterbe einfach nicht. Und das ist halt sehr krass, vor allem, das haben nur Collab-Charaktere und Collab-Charaktere machen dazu auch noch hingegen sehr, sehr viel Schaden. Alleine auch schon Kizuna durch ihre Passive, durch ihre Buffs und sowas. Und deswegen fokussiert euch einfach auf Collab-Charaktere. Dann, was ich zu diesen hier sagen will, nehmt euch einfach immer natürlich, was hier ihr geiler findet, ganz klare Sache. Und hier können wir zum Beispiel eins von den zwei nehmen. Die beiden sehen sehr gut aus. Ich gehe eher weniger immer auf LP. Ich mache aber auch gerne so ein Mix drum, aber eigentlich solltet ihr euch entscheiden, eher auf Attack, also macht genug Schaden und tötet den Gegner, bevor er euch töten kann. Oder ihr tankt genug, bevor der Gegner euch töten kann. Und ich gehe aber gerne immer mehr auf Schaden. Jetzt haben wir oben erhöht Chance auf Crit-Treffer von Verbündeten um 20% und unten erhöht Angriff der Verbündeten um 12%. Ich gehe auf Erhöhung des Angriffs und so müsst ihr es halt auch immer abwägen, was ihr sagen wollt. Immer mehr Damage reinhauen. Was wir hier machen, ist ganz klar, wenn ihr meine Videos schaut, ihr geht immer, immer, immer auf Awakening, Super Awakening. Jetzt kommt's, weil ihr durch den ganzen normalen Walkthrough auch einfach awaked werdet, also Level Up bekommt. Hier bekommen wir Level Up, aber wir machen sowieso nicht, wir gehen jetzt diese Richtung. Und dann hier, bis dahin sind wir wieder Level 50, Level 60 und sowas. So versteht ihr, was ich meine? Deswegen, ihr braucht Level nicht. Macht euch einfach, pusht euch hoch genug mit den Sternen und dann könnt ihr selber checken, dass ihr Level Up selber bekommt. Und irgendwann mal dann im späteren Verlauf könnt ihr dann natürlich noch selber Level Up, wenn ihr merkt, okay, ich habe genug Super Awakening gesammelt, jetzt kann ich Level Upen. Was haben wir denn hier für eine Auswahl? Okay, was ihr wissen müsst, ist natürlich auch noch, dass wir, soll ich sagen, anfangs keine guten Charaktere bekommen. Ganz klare Sache. Wir werden anfangs keine guten Charaktere bekommen. Aber ihr müsst halt einfach ein bisschen durchplayen. Wenn ihr Kizuna habt, passiert euch sowieso nichts. Und ja, es ist entspannt. Vertraut mir, es ist wirklich entspannt. Das wollte ich euch gerade noch zeigen. Ihr seht es jetzt, wenn ihr davor zugeschaut habt. Jetzt ist der Unsterblichkeitsbuff weg. Also, die können euch nicht First Turn richtig töten, aber nach einem Turn ist er weg. Nur, dass ihr es wisst.
Nun stehen wir wieder vor einer Entscheidung, ob wir entweder wieder Super Awakening machen oder uns einen Charakter aussuchen. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, die Charaktere hier sehen wirklich nicht gut aus und deswegen gehen wir in die Richtung des Super Awakenings. Wir holen uns diesmal wirklich keinen Charakter ab. Was ich noch dazu sagen will, ist, falls ihr euch fragt, ey, braucht man die Units dafür, also brauche ich die Collab-Charaktere, um sie halt im Labyrinth zu bekommen. Weil der Labyrinth funktioniert ja so, alle Charaktere, die du hast, die bekommst du dann im Labyrinth, also die du in deiner Box hast, die du gesammelt hast und sowas. Die kannst du im Labyrinth auch bekommen, um den Labyrinth-Walkthrough zu bestreiten. Aber normalerweise sind es bei Collab-Charakteren ein bisschen anders. Weil ich kann mich erinnern, dass ich im Overlord Collab Labyrinth auch Eisen bekommen habe, obwohl ich, also ich konnte auch mit Eisen spielen und so, obwohl ich Eisen gar nicht gezogen habe. Ihr wisst, ich habe Eisen nicht bekommen. Ich habe Eisen auch nicht in meinem Account, gar nichts. Trotzdem habe ich Eisen hier, entweder im Shop war das oder in einem so einen Teil, habe ich ihn mir holen können. Deswegen denke ich mal, auch wenn ihr nicht die Collab-Charaktere besitzt, bekommt ihr sie hier trotzdem. Ich kann es euch leider nicht zur hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit sagen, aber wenn die es nicht verändert haben, was ich in den Patches nicht gelesen habe, dann sollte es auf jeden Fall noch so sein. Jetzt können wir gucken, was wir uns im Shop hier aussuchen können. Wir gucken mal, vielleicht haben wir hier ja schon Collab-Charakter. Nice. Oh, Naofumi. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Den nehmen wir auf jeden Fall dankend an. Normalerweise mit so einem Bild hier können wir das gar nicht mehr verlieren. Auch wenn ihr nur Kizuna habt, sage ich euch ganz ehrlich, mit Kizuna alleine. Jede Runde, die ihr mit Kizuna bestreitet von Anfang an, könnt ihr eigentlich nicht verlieren, wenn ihr halt andere gute Units noch nebenbei habt. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe nicht gedacht, dass wir hier Naofumi bekommen. Muss ich sagen. Haben wir doch bekommen. Ist natürlich sehr, sehr nice. Ich glaube, mehr brauchen wir hier uns aus dem Shop auch nicht zu holen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich hier in den Boss. Der erste Fight ist die Schwester von Gloxinia. Wie hieß sie nochmal? Gerhade, genau. Und sie ist wirklich nicht allzu schwierig. Also man kann sie entspannt schaffen. Was jetzt nicht so geil finde tatsächlich, dass wir nur drei Charaktere haben. Aber dafür haben wir Naofumi. Muss man einfach sagen. Und ich habe richtig Bock. Nur müssen wir aufpassen, weil wenn wir sie unter 40% oder Hälfte HP machen, ich weiß gar nicht genau, dann bekommt sie ein Full Heal. Müssen wir halt einfach benutzen. Kann man nichts anderes machen. Machen wir halt einfach jetzt. Vielleicht schaffen wir es auch gar nicht. Nee, wir machen es auch gar nicht. Wir machen es auch gar nicht. Sollte passen. Genau, ein bisschen Corrosion drauf machen noch. Das wollte ich haben. Genau. Oh, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich habe Naofumi sehr lange nicht mehr gespielt. Ich muss mir gerade kurz nochmal seine Passive angucken. Oder sein, nicht sein Passive, sein Schild eher gesagt. Und gucken, was genau da nochmal läuft. Wie war das nochmal? Genau. Und dann, wenn du das, so weiß ich es noch. Ja, machen wir es einfach mal. Ist mehr eine kreative Pumpe. Wahrscheinlich vielleicht auch verschwendet, aber ich habe Bock, Level 3 Naofumi-Schild zu sehen. Dann machen wir das einfach. Wenn das nicht schon 40. Okay, nice. Vielleicht tötet es ja. Vielleicht tötet es ja. Level 3 Schild. Ich kann mich nur erinnern, wenn du ein Schild hast, dann machen deine Single Targets noch mehr Schaden. Ah, schade. Unfortunate. Unfortunate. Ich konnte mich nur erinnern, wenn du ein Schild hast, dann machen deine Single Targets und deine Ultimate noch mehr Schaden. Und du bekommst gar keinen Schaden. Du bekommst auch einfach gar keinen Schaden. Okay, stimmt. Ultimates machen ja Schilde weg. Das habe ich nicht mehr aus dem Kopf, nicht mehr im Kopf gehabt. Machen wir einfach den hier. Machen wir einfach den hier. Machen die Ultimate. Das sollte aber passen, oder? Naofumi. Oder? Du hast vier oder fünf von diesen Dinger Wrath-Teilen. Die Ultimate sollte rein. Ah, wobei, ist ein Single-Target oder? Stimmt, Single-Target. AOE hätte ich jetzt nicht gewusst, aber Single-Target natürlich, die tötet. Die tötet. Ihr seht, vor allem mit Naofumi und Kizuna in der Combo sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Ich hoffe mal, dass wir noch Glazed oder Vitoria bekommen. Dann wird es natürlich ein easy, easy, easy Run. Dann wird es wirklich ein entspannter Run. Der wird dann auch richtig schmecken. Und
Hoffentlich, ich weiß nicht, ob es gibt, aber hoffentlich gibt es noch diese Farmstage, aber ich bezweifle es leider. Ich bezweifle es. Hier gehen wir auf den Ultimate, weil Revive brauchen wir natürlich nicht, und steppen einfach gleich weiter in die nächsten paar Stages. Gucken wir mal, was wir nun bekommen. Vitoria, das ist ja wirklich, oh mein Gott. Man muss halt einfach sagen, mein Run ist gerade sehr, sehr lucky. Sehr, sehr lucky. Ihr werdet unwahrscheinlich so lucky sein wie ich. Vitoria ist crazy. Vor allem ein Punkt gibt es. Wenn ihr ja durchgekommen seid, und vor allem wenn es keine Farms durchgibt, kann man ja am Anfang sich alle Charaktere aussuchen, von allen Charakteren, die ihr benutzt habt im Run. Vitoria ist eine Unit, die wirklich alles solo kann. Du kannst nur Vitoria spielen und du gewinnst das ganze Labyrinth. Habe ich überall gelesen, habe ich überall gesehen. Wir gucken mal, ob das klappt. Wäre lustig. Vielleicht kommt noch ein eigenes Video dazu, aber wir gucken mal gleich, wie viel Schaden sie macht. Crazy, dass wir jetzt Vitoria bekommen haben. Luckier kann man nicht sein. Das ist wirklich krank. Das ist wirklich krank. Eigentlich brauchen wir gar nicht zu gucken, wer hier ist. Außer Glass natürlich hier drinne. Wobei ich sage euch ehrlich, Deathpiss hinten nicht schlecht. Deathpiss hinten nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich. Haben wir noch eine Passive? Leider nicht, leider nicht. Gut, dann gehen wir hier, glaube ich, sogar noch auf Awakening. Sage ich euch ganz ehrlich. Gehen wir noch auf Awakening. Und machen einfach gleich weiter. Das war sehr lucky. Das war sehr lucky. Vor allem, dass wir hier noch Death Piss bekommen haben. Sehr, sehr entspannt. Dieser Run kann eigentlich nicht mehr. Der ist nicht mehr zum Verlieren geeignet. Der ist nicht mehr zum Verlieren geeignet. Wirklich nicht. Ich sag gerade noch, wir sind ziemlich lucky, dass wir Vitoria bekommen haben. Und jetzt bekommen wir diese Passive, auch wenn es nicht mal die beste Passive für Shield Hero ist. Erhöht den Angriff von Shield Hero Helden um 30%. Das ist mein luckigster Run, den ich jemals bei einem Labyrinth hatte. Wirklich crazy. Ich hoffe, ihr seid genauso lucky. Natürlich nehmen wir sie mit. Natürlich. Ich bleib genau noch gleich vom Mikrofon, weil hier können wir ja wieder gucken, was wir bekommen. Nichts brauchen wir auch nicht. Gehen wir auf jeden Fall auf Super Awakening. Ganz klare Sache. Weiter geht's. Jetzt sind wir schon beim zweiten Boss angelangt. Ja, so schnell kann es gehen. Vor allem mit diesem Team hier, was wir zusammengestellt haben. Das ist wirklich crazy. Das ist wirklich crazy und unfair auch schon gegenüber dem ganzen Labyrinth. Beim Gloxinia müsst ihr nur auf eine Sache achten. Er hat ein Attack Seal. Wenn ihr die ganze Zeit Attack Sealed werdet, ist natürlich richtig scheiße. Aber ihr müsst halt gucken, dass ihr vielleicht auf dem Level 3 Kizuna kommt. Das ist natürlich sehr geil. Jedoch haben wir, was wir nicht vergessen dürfen, haben wir hier Debuff und Debuff-Karten und Debuff-Karten werden ja nicht attack-sealed. Deswegen, da ist es relativ entspannt bei uns. Wenn ihr keine Debuff-Karten habt, dann ist es natürlich nicht so geil. Aber ihr solltet es trotzdem schaffen, wenn ihr versucht, einfach natürlich Kizuna Level 3 zu bekommen, wenn er die ganze Zeit spammt und einfach hoffen, dass er nicht die ganze Zeit spammt. Einfach hoffen, dass er nicht die ganze Zeit spammt. Und er wird es jetzt auf jeden Fall am Anfang machen, ganz klare Sache. Vielleicht ist es ja auch schon die.
Er würde es am Anfang ganz klare Sache machen. Aber, nein, das war sie, das war sie. Aber er wird es, glaube ich, jetzt eher weniger spammen. Deswegen macht euch da nicht so große Sorgen. Ihr schafft es schon, das ist gar kein Problem. Natürlich, wenn ihr so wie ich jetzt Debuff-Karten habt, dann ist es viel entspannter und könnt ihr auch viel schneller töten. Gucken wir mal, ob unser Naofumi das zu Ende bringt. Ah, keine Crits. Könnte jetzt aber danach sein. Ja, nice. Sehr schön, Naofumi. Sehr schön. Habe ich auch vorher nicht gemerkt, das ist eine AOE. Habe ich komplett vergessen. Ich dachte, es wäre eine Single-Target, aber nein, es ist eine AOE. Aber er braucht natürlich erstmal ein paar Buffs, bevor diese AOE sehr, sehr krassen Damage macht. Trotzdem Naofumi eine sehr, sehr geile Unit. Vor allem für Labyrinth. Jetzt schauen wir mal, ob wir uns gleich hier einen neuen Charakter aussuchen können. Muss ich noch gucken? Ich weiß gar nicht genau. Genau, okay, doch. Dann hatte ich im Kopf. Brauchen wir nicht. Ganz klare Sache. Brauchen wir auf jeden Fall nicht. Wir haben das beste Team, was man hier im Labyrinth haben kann. Ganz klare Sache. Ich find wirklich, das ist das beste Team, was du haben kannst. Dann machen wir hier auf jeden Fall noch das da. Und würde ich sagen, geht's komplett weiter mit dem Gameplay. Hier haben wir tatsächlich noch eine weitere Shield-Tour-Unit, nämlich Philo. Wir nehmen sie aber natürlich nicht, weil wir haben den besseren Vogel, natürlich Vittoria, und gucken aber eher, ob wir noch eine passive Fähigkeit bekommen. Tatsächlich nichts Besonderes. Dann glaube ich, bleibe ich hier gar nicht lange drinne, schließe den Shop und mache das letzte, denke ich mal, Super Awakening. Das letzte Super Awakening, genau. Gucken wir, was wir hier oben noch haben. Dann gehen wir einfach die Schräge hier nach oben zu einem Level ab. Und ja, das sehen wir dann, wie wir es weitermachen. Wir haben jetzt alles erreicht im Labyrinth. Wir sind Full Ult Level 6-6. Wir haben Super Awakening 6 komplett. Boah, ich frage mich, ob True Awakening bald in den Labyrinth reinkommt. Und wir sind Level 100. Der letzte Fight gerade mit King war noch relativ schwierig. Wir haben aber auch eine geile Passive bekommen, also 20% mehr Schaden für anderen Völker. Aber mit Vitoria gar kein Problem. Jetzt schauen wir uns noch den letzten Shop an, auch wenn wir dann nichts rausholen werden. Cool, okay, das ist wirklich cool. Wir haben hier Glass, wir haben hier Dinger, Philo. Wir könnten Glass mit I hier tauschen, machen wir aber nicht, weil ich Kizuna eher sehe wegen dem Buff. Wir gucken aber mal, ob wir eine weitere passive Fähigkeit bekommen. Eine sehr geile, vielleicht für Shield-Hero oder sowas. Leider, leider nicht. Für unbekannt, dessen Anzeige unten durch Erhöhung. Ah, okay, das ist crazy. War das ist crazy. Also wenn wir Ultimate Gauge bekommen, werden am Ende des Turns alle Werte der Verbindung um 20% erhöht. Das ist natürlich crazy. Den nehmen wir, ganz klare Sache.
Der letzte Fight, der ist mit Abstand der schwierigste aus dem ganzen Labyrinth, aber nur durch ein Gimmick, nur durch ein Gimmick. Und deswegen mache ich auch direkt die Karte, die ich jetzt auf dem First Turn habe, wenn wir natürlich First gehen nur. Okay, das ist natürlich sehr nice. Direkt von Anfang an. Nämlich, es ist der Demon Meliodas, den wir am Anfang hatten. Aber wenn er einen Counter macht, dürft ihr nicht Debuff-Karten einsetzen. Wenn ihr Debuff-Karten habt, egal ob ihr Shield-Charakter spielt oder nicht, ihr werdet hochgenommen von ihm. Ihr werdet hochgenommen von ihm. Deswegen setzt keine Debuff-Karten ein, sobald er seinen Counter anhat. Wirklich nicht. Deswegen machen wir es jetzt vorab schon mit Vitoria genau. Aber danach dürfen wir auch keine mehr von Naofumi einsetzen. Aber die von Vitoria wollte ich auch gerne reinsammeln, dass sie ein bisschen Schaden macht. War tatsächlich gar keinen Schaden gemacht. Ja, der Meliodas ist ein bisschen tanky. Da müsst ihr euch ein bisschen Sorgen machen. Er ist wirklich stark. Er macht Damage. Er ist der einzigste, ihr seht's, er ist der einzigste von allen, die wirklich Damage machen. Was unfortunate ist leider, dass wir jetzt diese Karten hier bekommen haben. Und er macht wieder einen Counter natürlich. Das ist unfortunate. Ihr müsst einfach ein bisschen versuchen, Ultimate zu bekommen. Wenn ihr Ultimate bekommt, dann ist natürlich sehr geil. Ohne Ultimate kommt ihr hier nicht weit. Leider. Wir bekommen zwar jetzt die Ultimate, aber wir bekommen sehr viel. Oh mein Gott, wir haben nur Debuff-Karten bekommen. Das ist sehr unlucky. Ihr seht, er macht guten Schaden. Jetzt aber Ende wieder ein Counter. Was anderes als jetzt hier diese Ultimate zu pushen, wie ich sie jetzt mache, bleibt mir tatsächlich auch nicht übrig. Deswegen werde ich einfach so machen, ein bisschen Platz zu sparen und habe jetzt zwei Ultimates. Sehr unlucky, dass wir nur Debuff-Karten gerade bekommen haben. Sehr, sehr unlucky. Kann man aber nichts machen. Da muss man sagen, Naofumi ist ein tankiger Boss. Er wurde von der Ultimate kaum berührt. Jetzt ist aber leider unser Schild auch weggegangen. Deswegen müssen wir jetzt einiges an Damage reinsammeln. Das ist der Nachteil an diesem Team hier, dass wir sehr viele Debuff-Karten haben. Irgendwann mal dürfen wir halt einfach nicht mehr attackieren, aber das natürlich, ihr seht, Damage sehr, sehr crazy. Und die beiden Units sind auch wieder full. Leider haben wir wieder zwei Debuff-Karten bekommen. So darf es eigentlich nicht weitergehen. Er macht halt jeden Zug eine Debuff-Karte. Ich versuche jetzt was Riskiges zu machen. Weil er hat kein Revive. Er hat wirklich gar kein Revive. Was ist, wenn wir wirklich den hier machen? Vielleicht eher den hier zuerst und dann den hier. Haltet mich für verrückt. Keine Debuff-Karten machen, aber jetzt sieht es eigentlich gut aus am Ende. Komm, machen wir. Level 3 Debuff. Let's go. Natürlich. Vitoria cleared. Ihr habt es gesehen. Er hat sehr, sehr viel Schaden gemacht. Das ist der Nachteil aber an diesem Team hier, dass wir einfach nur noch Debuff-Karten bekommen haben. Das ist wirklich nicht geil. Aber wir haben es trotzdem noch geschafft, weil wir haben low genug gemacht mit der Ulti. Ihr müsst einfach nur wirklich eure Ultis bekommen. Einzigste Ultimate, die ihr gesehen habt, die richtig reingesammelt hat, war natürlich die von Naofumi. Die Ultimate von Naofumi ist crazy. Habt ihr gesehen, die Ultimate von Naofumi hat richtig Damage gemacht. Nur durch die Ultimate von Naofumi haben wir einen Low bekommen. Also einfach Naofumi Ult rushen die ganze Zeit. Er wird sich full healen und dann schafft ihr es schon. Nehmen wir hier mal an der Seite alles mit und gucken gleich. Aber ich glaube, mir wurde jetzt gerade schon bestätigt, wir haben keine Farm Stage. Wahrscheinlich. Gucken wir mal, was da jetzt gleich steht. Ja, nee, nur mit Abschlussbonus können wir starten jetzt. Leider keine Farm Stage. Und jetzt könnt ihr euch einer von allen Charakteren aussuchen. Wir nehmen natürlich Vitoria, ganz klare Sache. Und immer so weiter. Wir nehmen Erweckungsgrad, auch ganz klare Sache. Und das Wichtigste, was ich euch sagen wollte, ist einfach, wenn ihr wirklich, ich weiß, Shield-Charaktere da. Eigentlich wollte ich es auch so machen, dass ich nicht Flash Shield-Charaktere benutze, aber es ist relativ easy mit den Shield-Charakteren. Deswegen versucht wirklich einen Run zu machen, wo ihr Shield-Charaktere bekommt und den auch fertig zu bekommen. Und dann habt ihr Shield-Charaktere die ganze Zeit, wenn ihr es farmen wollt. Und dann könnt ihr euch auch easy
alles im Shop ertauschen. Ich hoffe, dieser Labyrinth-Guide hat euch gefallen. Shichiru clearte halt einfach, vor allem Fitoria ist crazy gewesen. Ihr habt gesehen, sie hat richtig krassen Damage gemacht. Das war's.